Also ich. Und ich. Waren am 3. Dezember im Mediencamp. Wir waren also Teilnehmer Nummer 151. Ja, und ich war 152. Von den 22 Sessions haben wir leider nur 2 mitgekriegt. Die waren aber super. Dafür haben wir mehr Zeit am Buffet verbracht. Lass mal eh nicht hören. Was hat denn die Organisation eigentlich zum Verzögern? Wir waren vor, glaube ich, 4 Jahren circa bei einem Event in Wien. Das war eins von diesen typischen Events der eher teureren Art, wo irgendwelche großen Medienmanager eingeladen worden sind, um über Themen in der Medien zu sprechen. Und wir sind hinten nach zusammengesessen bei einem Wein und haben uns gedacht, das war jetzt eigentlich nicht so erhellend, dass es diesen ganzen Aufwand wert ist. Und haben uns gedacht, machen wir einfach selber was, machen wir ein Mediencamp. Das haben ja immer einen sehr ähnlichen Ablauf. Die Leute kommen, die Leute machen ein, erstellen gemeinsam das Programm, beschließen, worüber sie reden wollen und setzen sich in Sessions und machen das dann. Und was sagen die Teilnehmer? Es ist ein spannendes Konzept, weil es eine Kommunikation sehr auf Augenhöhe ermöglicht, weil es sehr interaktiv ist und weil das Programm quasi von allen Teilnehmerinnen gemeinsam gestaltet wird. Ich bin heute zum 3. Mal auf dem Mediencamp. Ich habe über Medien-Startups am Beispiel von trendingtopics.at präsentiert, was ich vor einem Jahr für einen Mahnstein-Verlag gegründet und umgesetzt habe. Viert euch! Dankeschön nochmal!